der billige Hurensohn, Spast, Homo, Kackfresse, Sesselfutzer, Wichser, Arschloch, nicht Hase, nicht Pirat, Deutschland, YouTuber, Nachtwächter. Entscheidet sich nochmal gegen den untoten goldenen Hasen im Katze-und-Maus-Spiel, bei dem er wahrscheinlich selbst stirbt. Mein Name ist Hans, und das hier ist Fiefenigts Art Freddes 3. So, willkommen zurück zu Fallen als Freddes 3. Ja, da steht, dass ich Nacht 5 schon geschafft habe. Und so habe ich die nämlich offline geschafft. Es war nicht mal so schwer. Ich habe sogar auf Verschließen gedrückt, aber es hat nicht reagiert. Ja. Aber gut. Ich mute den Call, wer den Call hören will. Schaut sich bitte die letzte Episode an. Ich bin glaube ich schon hier. So. Und zwar, ich habe die Nacht 5 jetzt in zwei Versuchen geschafft bei der Teaser-Aufnahme. Beim letzten Durchspielen. Der Trick dabei ist ruhig zu bleiben. Ich weiß, schöner Trick. So, zur Sicherheit mache ich wie jede Nacht immer, verschließe ich diesen Vent. Aus dem Grund, weil Springtrap nämlich ein ganz schönes Arschloch werden kann. Er klettert die Vents diese Nacht sehr, sehr, sehr schnell. Hello. Okay, und wieder ein Audio-Error. Da hört man es erst im Vent. Und aus schönen Gründen muss ich den Vent nicht verschließen, weil er da eh nicht durchkommt. Springtrap. Das muss ich nicht einfach nur beobachten. Ach, Ventilationserror. Find ich. Hello. Ja, ist gut. Ja, super. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welchen scheiß Lüftungsschacht der ist. Bitte. Fuck. Der ist direkt außerhalb von mir, nicht wahr? Wer hätte gedacht, er steht direkt außerhalb meiner Cam. Im nächsten Rebooten bin ich gefickt. Video-Error ist mir scheißegal. Fick dich! Ich wollte dich gerade wieder zurücklocken, aber okay. Ja, Game Over, fick dich auch. Nightmare-Modus spare ich mir für die nächste Folge. Okay. What the fuck is this denn? The Shadow Pony? Nicht ablenken lassen. What the fuck is this? Doch, das ist doch Shadow Pony. Hat er schon immer da? Schön. Ich
Beeil dich mal. Nein! Tief einatmen und wieder aus. Wo ist die Klapphure hin? Oh nein. Der Jumpscare hat mich jetzt bestimmt wieder, oder? Ich hab keine Ahnung, wo das Springtrap ist. Bitch. Hi. Ach, natürlich klappt das nicht. Ach, natürlich. Warum sollte das auch klappen? Ich meine, das ist doch Five Nights at Freddy's. Warum lebe ich noch? Oh, es hat doch geklappt. Also, die kann ich doch jetzt nicht bis hier, bis 5 am da nach hier halten, oder? Komm, dann schneller. Kommt der bestimmte Jumpscare mich. Hi. Fick dich. Ich verstehe auch nicht, wie ist der so schnell dahin gekommen? Ich meine, wo ich das zum ersten Mal geschafft habe, das war ja super easy. Aber hier hetzt man mir eins nach dem anderen auf. Was macht dieses Shadow Bunny auf meinem Büro die ganze Zeit? Und ich sehe gerade Black Screen, ja. Hello. Da gehörst du hin und da sollst du auch bleiben. Der war sogar bei mir am Ende der Nacht hier. Böse. Ach du Bitch. Spring Bitch hier. Stopp. Wisst ihr was? Ich reboote jetzt nochmal Audio. Ist mir scheißegal, ob es jetzt nötig war oder nicht. Jetzt weiß ich leider nicht, ob der da ist oder nicht. Ja, egal was ich tue, Audio Error kriege ich trotzdem nach dem dritten Mal. Okay, dann mache ich das wirklich nur in Notfällen. Hello. Ja, ist gut. Ich bin dumm. Kann ich dich jetzt anklicken oder sowas in der Art? Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Schade. Jetzt stürzt einfach so ohne Grund mein Audio ab. Geil, und Springtrap bewegt sich schon mal weiter. Das ist bestimmt irgendwie vor mir, weil die diese scheiß Wand nicht geschlossen hat. Ich habe sogar auf Verschließen gedrückt, aber es hat nicht reagiert. Der ist immer noch durchgekommen, obwohl dieses blöde Wand schon lange verschlossen war. Ey, wie assi ist das denn? Wisst ihr, ich war... Genau, er läuft jetzt schon los, ja, du mich auch. Da ist er gewesen.
Er reagiert einfach nicht. Jetzt ist er dann nicht mehr. Hi. Ey, jetzt errot schon wieder alles rum. Okay, er war niemals da. Das ist schön zu wissen. Komm, kill mich am besten direkt. Es hat eh keinen Sinn mehr. Er läuft durch die ganze Attraktion, das höre ich doch. Fick dich, Menge. Klappe! Ich habe es schon gefixt. Ich mach ja schon. Fuck. Bin ich noch dahin locken? Wahrscheinlich nicht. Komm! Nein! Was war das jetzt? Wieso jetzt Freddy? Was hat der jetzt damit zu tun? Ich hätte ihn doch zurücklocken sollen. Ich hätte es wissen müssen. Okay, neuer Start. Neue Shit. Wo ist der? Zeig dich. Springtrap. Das ist das Problem, ich sehe ihn wieder nicht. Da ist er. Hi. Fick dich wieder, aber. Ich halte ihn jetzt einfach da. Ja. Hello. Ich fixe jetzt einfach alles. Schwamm drüber. Was? Ich starte die Nacht neu. Das bringt wieder nichts. Das ist einfach nur assi. Wisst ihr, was soll ich dagegen tun? Ich sehe ihn im Schacht, ich verschließe ihn und während er das verschließt, läuft er einfach durch. Klappe. Da ist er jetzt. Und da werde ich ihn jetzt auch behalten. Fünf, vier. Hi.
Hi. Nein. Beeil dich, beeil dich. Mach was. Er schon wieder, er hat's wieder durch einen kompletten Vent geschafft. Ich find's einfach nur geil. Okay, wenn er es geschafft hat, mich auszutricksen, dann direkt den nächsten Vent schließen. Direkt alles ignorieren und Audio machen. Ich hasse es halt, wenn er nicht auf dieses Audio reagiert. Oh, ist er nicht mehr. Das! Schon wieder! Er reagiert einfach nicht drauf. Ich verschließe jetzt das hier. Hello. Ich spiele es da nochmal ab. Wenn ich sein kotzt mich Springtrap ohne Ende an. Nein. Hello. Geil, die beiden Prioritätssachen fallen natürlich als erstes aus. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie Springtrap funktioniert. Ab und zu hört er mal hin, dann hört er mal nicht hin. Wieder aber, das ist perfekt. So dass ich ihn überhaupt nicht mehr sehen kann. Du kommst da nicht durch, Springtrap. Vorausdenken. Nein! Okay, erst dann noch. Nichts ist verloren. Jumpscare hätte ich jetzt ausweichen sollen. Aber noch ist er da. Gleich habe ich die Hälfte der Nacht geschafft. Okay, ich mache einfach das. Perfekt! Wo ist der hin? Er war gerade noch da. Hi. Na super. Hello. Nein. So auf der Kamera jetzt. Oh, das hat sogar was gebracht. Vielleicht, nein, ich hätte den Lüftungsschacht schließen sollen. Ja, deswegen. Mach. Nein. Ja. Jessica. Er sitzt dort.
Ich habe so gut wie gewonnen. Außer er schafft es jetzt noch durch den Vent. Ja, er geht einfach wieder zurück, okay. Das frag ich mich, was ist das hier? Shadow Pony. Ja, er hat so gut wie verloren. Er hat verloren. Tut mir leid, Brudi. Nur kurz gucken, welchem Schacht er ist. Er war eben gar keinen drin. Geil. Naja. Dann schauen wir uns noch kurz zu guter Letzt das schöne Spiel an. Wir spielen mal diese Kinderseele. Zumindest einer von ihnen. So. Und zwar, da haben wir noch die 4 Animatronics und haben hier unten 4 Seelen. Und es gibt noch eine 5. Seele. Die 5. Seele war nicht für Golden Freddy gedacht. Zumindest denken viele, dass Golden Freddy derjenige war. Und dieser Purple Freddy da war nicht Purple Guy. Dieser Purple Freddy war nämlich Shadow Freddy aus dem 2. Teil, nämlich ein Easter Egg. Und Purple Freddy war ein Geist eines Mitarbeiters, der den Kindern zeigen wollte, wie man aus diesen Anzügen kommt. Und deswegen ging er direkt zu Purple Guy, damit er die Anzüge zerstört. So, als Purple Guy hier vorhin reingegangen, und jetzt krepiert er, weil von der Feuchtigkeit ist der Anzug zerstört worden ist. Weil es droppt ja hier runter und so. Ja, und jetzt gehen die Seelen weg und Springtrap ist jetzt besessen. Und ich habe das schlechte Ende bekommen. Heh, das böse Ende. Diese Musik, Alter. Richtig creepy. Ja, 2x8 5 geschafft. Hooray. Jetzt haben wir hier Animatronics, Springtrap. Oh mein Gott. Kommt immer näher. Phantom Foxy. Phantom BB. Phantom Chica. Phantom Freddy. Und Puppet. Alle Ficker, die mir schon mal so auf den Sack gegangen sind, damit ich dieses Spiel endlich schließen kann. Und dann sehen wir uns im Nightmare-Modus. Nach dem Nightmare-Modus werde ich dann dieses komplette Spiel nochmal spielen. Ja, ich tue mir das wirklich alles nochmal an. Und werde dann eben die Minigames noch machen, die man für das gute Ende braucht. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Ich sag nicht mehr Wiedersehen. Wiedersehen.